So, jetzt da runter, wo die ganzen Minen sind. Am besten noch genau dort drauf landen. Mann, 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 ey. Sowas regt mich aber wieder auf. Da ist das Spiel auch nicht fair zum Gamer, wisst ihr? Hauptsache wieder anspruchsvoll und nervenzerrend. Ich glaube, es wäre weniger, ich wäre weniger wütend jetzt oder genervt, wenn ich wüsste, wo die verdammten Raketen hergekommen sind, die mich getötet haben. Ich glaube, das kann mir das Spiel auch nicht verraten. Es ist wahrscheinlich einfach aufgetaucht. Du bist noch kaputt, du auch. Los, Nummer 2 wieder aktiviert. Gehen wir jetzt nochmal zur Insel von dem dritten, da wo wir gerade eben verreckt sind. Weil mich würde jetzt gerne interessieren, wo die verdammten Dinger hergekommen sind. Welcher ist es, der da vorne? Höher, höher, höher. So, die kamen von oben. Aber wer oder was schießt denn bitte dann auf mich? Kann ich dich kaputt machen? Ich kann schon mal auf dich schießen. Hat mir nicht weiterzuhelfen. Ach komm, wenn wir jetzt schon hier sind, probieren wir jetzt einfach nochmal. Was jetzt Minimum genauso unfair ist, ist einfach die Tatsache, dass wir den Zeitsprung nicht einsetzen können. Ja, mach doch den. Ah, guck, da werde ich wieder abgeschossen von irgendetwas. Ah, das sind die fliegenden Dinger. Au. So, der ist erledigt. Der hier noch. Und jetzt die Frage, wo kommen die verdammten Raketen her? Keine Ahnung, gehen wir einfach hier drauf. Aktivieren das schnell. So. Und ab zum nächsten. Welches ist es denn? Da hinten ist auch noch eins. Ah, gehen wir erstmal hier lang. Unser Hauptziel nämlich. Ja, wird eine Weile dauern, bis wir hier was machen können. Oh, drei Ziele werden mir noch angezeigt. Die Frage, warum da hinten nochmal? Da war ich doch gerade eben. Ne, die drei habe ich ja. Da bin ich von daher gekommen. Ach Gott, ey, wie ich wieder keine Ahnung habe, wo ich hergekommen bin. Zerstören wir die einfach mal. Sind dann nämlich alle offen, habe ich gerade festgestellt. Mal gucken, was passiert. Oh. Oh, okay. Hat funktioniert. Ach, das war's schon. Schon wieder so eine Pflanze. Warum haben wir dann aber noch drei Ziele hier? Die haben wir doch alle aktiviert. Eins, zwei, drei. Ja. Hm. Ich habe keine Ahnung. Gehen wir einfach mal weiter. Ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie da noch was von mir wollen. Aber das haben wir alles erledigt. Hm. Nee, lassen wir es einfach mal sein und gehen weiter. Hier tauchen auch wieder keine Gegner auf. Hm, relativ ruhig hier.
Gehen wir weiter. Wieder durch so ein Transport-Ding. Oh Gott, schon wieder. Also wenn ich Ayumi wäre, würde ich mir sehr komisch vorkommen bei sowas. Wie weit geht denn das? Ah, das sind wir doch schon. War hier nicht eben noch wo anders da noch eine Insel? Ne, die Wege führen mich aber wieder zurück. Ich glaube, ich ignoriere das einfach mal. Gucken, ob das so clever ist, wenn ich es ignoriere. Ist keiner. Sei vorsichtig, Ayumi. Die Ätherwächter lassen niemanden so nah herankommen. Sie sehen eigentlich nicht beunruhigt aus. Sie haben wohl gerade mit den anderen Menschen zu tun. Ich bezweifle, dass die anderen Menschen ihnen etwas anhaben können. Wenn es keinen anderen Ausweg gibt, dann können sie das. Glaube mir. Ich finde es merkwürdig, dass die Menschen noch nichts unternommen haben. Ich verstehe nicht, wie die Ätherwächter sie so überraschen konnten. Vergiss nicht, dass viele von ihnen unwissend waren. So wie du. Ja, aber das hat mich nie abgehalten. Warum zum Beispiel nutzen sie nicht die Altäre? Das weiß ich auch nicht, Ayumi. Was mir Sorgen macht, ich weiß immer noch viel zu wenig darüber. Durchaus. Wir haben aber auch schon lange keinen Altar mehr gesehen. Das finde ich genauso merkwürdig. Ah, ist wieder zugegangen. Ach Gott. Gut, machen wir es mal auf. Man sieht mir sehr komisch aus hier drin. Hier noch eine Tür. Aha. Da geht's aber hoch. Kann ich da hin? Nein. Gut, dann gehen wir hier auch nochmal durch. Also fliegen können wir jetzt im Übrigen gar nicht mehr. Ich glaube, das konnten wir nur den Bojen... haben wir nur den Bojen zu verdanken, die auf den anderen Inseln waren. Inseln, genau. Mehrzahl von eher eine Insel. Das müssen wir aktivieren. Ja. Trotzdem relativ ruhig hier auf den Ether-Inseln. Achso, sag bloß Zeitsprung. Aha. Na gut, dass wir den Zeitsprung jetzt wenigstens wieder einsetzen können. Okay, Schatz ist keiner in der Nähe. Wieder ein paar Kisten, die wir kaputt machen können. Oben haben wir nichts. Eine Seite liegt hier auch nicht. Nein. Es ist so wunderbar hier. Wie in einem echten Garten. Ja, sieht wirklich recht schön aus hier. Weil das, finde ich, haben die gut gemacht vom, vom Level-Design. Da kommt Kundschaft angeflogen. Wow. Immer noch so eine Bombe. Ach so. Gut, jetzt habe ich es verstanden. Das hat mich vorhin gekillt. Einfach mal wegkicken wie im Fußball. Also trotzdem gut zu wissen, wo die Dinger herkommen. Ah, Gegner erledigt. Ich würde mich eigentlich nochmal umgucken. Okay, mit dir kommen wir weiter. Schatz ist keiner da. Da sind wir gelandet. Liegt an der Seite? Nein. Und hier haben wir auch nichts. Ist da drüben etwas? Nee. Okay, jetzt gerade überlegen, da sind wir hergekommen. Und hier geht es weiter. Bin ich mal gespannt. Wow. Okay. Ich sehe es erst jetzt, das sind noch ein paar gefangen. Ist die Frage, ob wir den Sprung von da bis da schaffen.
Der da ist relativ weit weg. Und wir schaffen es. Wir gehen einfach hin, wo der Weg uns gerade hinführt, weil irgendwie... führen die woanders dahin. Hm, komisch. Gut, gehen wir... Was ist das da unten? Ein Aufzug? Gehen wir mal weiter. Die müssen wir anscheinend erst aktivieren. Gut. Machen wir das doch mal. Haben zwei Stück. Ich glaube, wir müssen beide sogar aktivieren. Gucken wir mal, was passiert. Gut, irgendwas ist passiert. So, probieren wir es aus. Nummer 1 ist aktiviert. Nummer 2 ebenfalls. Ja. Sehr gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir da drauf müssen. Danke für den Tipp. Okay, wo bringst du uns hin? Da hoch? Ja, sieht so aus. Oh Mann, nicht jetzt. War noch einer da. Oh Gott, das war's. Vier Stück nur. Mach mal. Achso, wir sind jetzt da. Hätte schon, als ob hier irgendwo was los wäre. Schauen wir mal, aber hier geht es auch irgendwie weiter. Ah ne, noch nicht. Okay. Dann erstmal dahin, wo das üble Geräusch herkommt. Hört sich erst mal, als ob da schon jemand drin fighten würde. Oder zumindest jemand drin steht. Warum leckt es jetzt? Mann. Nochmal nach, nochmal zurückdrehen die Zeit. Ah, der lebt noch. Oh, das war's. Mein Gott, ein ganzer Raum voller Gegner. Schatz ist keiner da. Ich gucke aber immer noch, ob eine Seite da ist. Da haben wir schon wieder des Längeren keine Seite mehr gefunden. Nö. Keine da, aber da müssen wir anscheinend auf beiden drauf.